Ja, okay. Yvonne, ja. Hallo. Hallo Sterniman. Ich bin zu Besuch in Berlin. Grüßt euch. Also er ist in Berlin, um seine Bachblüte, also seine Flyer ein wenig zu verteilen. Jetzt erzähl doch mal, was dich hierher getragen hat und warum die Bachblüte unbedingt auch in Berlin verteilt werden muss. Bachblüten? Ja. Ist auf jeden Fall ein schönes Festival, was es jedes Jahr im Sommer gibt. Bei uns im Norddeutschland oben. Bisher ist das jetzt, also sind wir in Husum angekommen. Und ist ein kleines Festival noch. Wir hoffen, dass das noch ein bisschen größer wird, aber zu groß wollen wir das auch nicht haben. Deswegen mal spätestens 3000 Leuten soll Schluss sein. Was ist denn das Besondere an diesem Festival? Das Besondere ist, dass wir versuchen, möglichst unkommerziell daherzukommen, ohne Werbung groß von irgendwelchen Sponsoren und Biermarken. Gut, wir haben jetzt Carlsberg mit drauf, aber das hat was damit zu tun, dass wir natürlich auch unsere Werbekosten ein bisschen dass wir das tragen lassen wollen. Erzähl doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist mit den Bachblüten. Den Namen oder das Fest? Das Fest und den Namen. Das Fest an sich ist natürlich, jeder feiert gerne, jeder hört gerne Musik, jeder ist gerne draußen und so ist das Anfang der 90er auch zustande gekommen, dass wir halt eben immer mit einem kleinen Pavillon und mit einem Generator und ein paar Leute, die Lust hatten, Musik zu machen, zusammengekommen. Ja, und so ist das immer größer geworden. Anfangs war es ein kleiner Geburtstag. Es war ein kleiner Geburtstag. Und dann hast du entdeckt, wow, ich kann das ganz gut und ich mache da weiter. Ja, ich mache das seit 94. Seit 1994 beschäftige ich mich mit elektronischer Tanzmusik und mit den Leuten, mit dem Drumherum, mit Deko und all den ganzen Sachen. Ist schön viel Licht auch immer dabei. Also wie hier jetzt, ja? Ja, so ein bisschen. Und du bist ja sozusagen der Sterniman. Was ist das eigentlich? Wer ist der Sterniman? Ach, der Sterniman. Der Sterniman ist... Das ist ein ganz alter Planet irgendwann. Der ist mal auf mich herabgestürzt und seitdem bin ich das. Ich versuche Leuten irgendwie auch mit den Veranstaltungen ein kleines bisschen mehr Lächeln abzugewinnen, weil halt eben in unserer Welt so wenig glückliche Sachen passieren. Und dann habe ich mir das zur Aufgabe gemacht und habe mir gedacht, das muss jetzt der Sterniman machen. Und so versuche ich halt eben immer möglichst viel Veranstaltungen zu machen, wo die Leute Spaß dran haben und das eventuell mitmachen oder auch weitertragen oder sich da einfach mit zugesellen und das Ganze größer werden lassen. Ja. Du hast ja auch so ein Motto, helfen durch Feiern. Was ist das eigentlich? HDF, helfen durchs Feiern, das ist ein Projekt. Also nicht frisst die Hälfte. Das ist ein Projekt, das was noch dabei ist, ins Leben gerufen zu werden. Das ist halt eben, ja, also wir wollen versuchen mit einer Veranstaltung, also mit einer Party, Leuten zu helfen halt eben. Ne? Wir versuchen erstmal mit dem Geld die Party zu bezahlen, mit Eintritt und Getränke. Und das, was nachher davon überbleibt, damit wollen wir ein Hilfsprojekt unterstützen. Kinder, das können Erwachsene sein, das können die Familien sein aus Ungarn, die wir gerade gehört haben, so solche Sachen. Also okay. Hauptsache helfen. Dieses Jahr habt ihr ja einen Flughafen. In Husum, ja. 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 Und welche DJs werden denn da sein? Ach, was haben wir denn da? Wir haben aus Berlin zum Beispiel Drauf und Dran. Dann haben wir, die sind schon von Anfang an dabei. Vom ersten Bachblüten an sind die dabei. Jack the Rapper, David Jach, Baum aus Kiel, die Twin Pitchers. Ja, aus Kiel noch Morja, aus Hamburg Morja. Dann haben wir, wie gesagt, einen Goa-Floor, wir haben Elektro-Floor, haben wir handgemachte Musik auf alten Ölfässern, Musik machen. Zwei Künstler, Schweißer, die werden halt eben aus zwei alten Automobilen werden die Blüten schweißen, das Auto auseinanderschneiden mit Schneißbrennern und so weiter und daraus dann halt eben das zur Deko mit dazustellen. Also es wird auch sehr freakig werden auf jeden Fall. Und ihr habt auch einen ganz tollen Skulpturenmeister dabei. Ach ja, hier, Martin Wolke macht Schmuck und so weiter, Gürtelschnallen aus Kiel und der wird auch Skulpturen dort mit hinstellen als Dekoration, die halt eben mit dann das Festival sozusagen begleiten, genau. Okay. Auch aus Kiel und ja, das Label Under Your Skin ist mit dabei. Der hat auch hauptsächlich mit seiner netten Frau zusammen das Line-Up, das Elektro-Line-Up gemacht. Aus Kiel, wie gesagt, das Goa-Line-Up oder das Trance-Line-Up, sag ich immer lieber, von Baum. Und ansonsten irgendwie passiert das alles spontan und ja. Dann gib doch noch mal ein Motto, Sterniman, warum man da hingehen soll.
Wie soll man da hingehen? Oder zeig mal, wie Sternenmann so funktioniert. Man soll sich da entfalten. Man soll hinkommen, mal einmal ein Wochenende lang alle Sorgen sein lassen und einfach mal ein bisschen zur Musik dich gehen lassen, mit anderen Leuten Kontakt haben und schnacken und einfach mal einen anderen Planeten. Man kann der sein, der man sein will. Ein Wochenende lang, genau. Super. Also auf zur Bachblüte. Super, Dankeschön. Ciao.